Willkommen zurück zu Let's Play Brutal Mario mit MyGamer. Wir fangen gerade an mit Part 3. Und jetzt weiß ich auch, warum in Part 1 die Videos so kurz waren. Beziehungsweise ein kurzes Video so viel Platz verbraucht hat. Weil ich den da auf 60 Frames hatte. Und jetzt bei 30 FPS habe ich wieder um die 8 Minuten pro Fraps Aufnahme Video Dings. Gut. Hier haben wir wieder Wasserlevel, aber ohne den tollen Grafikeffekt aus dem anderen Unterwasserlevel. Da haben wir... Ach nee! Nein, nicht das Fortress. Hier muss ich jetzt den Schalter betätigen, damit das Ding solid wird. Kann ich den auch wieder... Ja, kann ich auch. Kann ich hier oben drauf stehen, nur so zum Gucken? Nein, kann ich nicht. Aber dadurch, dass das Ding jetzt solid ist, kann ich hier rein. Und hier sehen wir schon mal, wie sie sehen, sehen sie nix. Der tut nix. Hüpf. Wie gesagt, der Überraschungseffekt ist es leider nicht da, weil das kein Blind-LP ist. Ich weiß, dass ich hier langlaufen muss, den aktivieren muss und jetzt erwacht alles. Zum Leben, ich dachte, du spuckst Feuer. Der hüpft auch. Die Dinger sind Fahrstühle. Der spuckt Feuer. Der zermatscht mich. Warum kann das wieder durchspringen? Und ich wahrscheinlich nicht. Doof. Einfach nur doof. So, solltet ihr weniger Rewinds und Save States haben wollen, mache ich jetzt mal ja, ein bisschen ohne Save State. Mache ich das Level hier nochmal von vorne. Ist auch nicht besonders schwer. Und ich mache es nochmal. Nochmal spielen ist doch so super schön, weil das ist toll und ich... benutze keine Safe States. Naja, meistens jedenfalls. Okay, hier jetzt setze ich mir aber doch mal ein Safe State. Hier kann ich immer noch durchrushen, bis ich den Schalter aktiviert habe. Durchrushen. So, hier jetzt durch. Ist mir egal, dass ich klein bin. Hier hoch, da weiter. Dann hier runter. Hier hatten wir ja angefangen. Hier war es nicht. Ach ja, genau da. Links. Da rein. Oh. Nee. Den sehe ich jetzt nicht ein. Ich sehe zwar vieles ein, aber nicht das. Aha. Schnell durch hier. So, jetzt aber hier noch ein Safe State. Das war eine doofe Stelle. Wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwo oben. Ist das ein Glitch oder soll das so sein? Soll wahrscheinlich nicht so sein. Wie bin ich denn hier hingekommen? Ich will wieder... Nee. Safe State. Wie bin ich da hochgekommen? Ist auf jeden Fall nicht beabsichtigt gewesen. Und ich wäre auch wahrscheinlich nicht wieder rausgekommen. Aber hier jetzt schön Leben horten. 13 Leben, man kriegt hier viel zu viel Leben. Das habe ich auch in den Let's Plays gesehen, die ich schon geguckt habe. Aber naja, was soll's. Mitnehmen. Irgendwann habe ich dann später auch 99 Leben. Dann will ich's. Ja, ja, nee. Ich war gerade am überlegen, ob ich es dann so mache, dass ich ab sofort keine Safe States und Rewinds benutze und dann immer die Stellen rausschneide. Bis zu dem Punkt, wo ich entweder sterbe oder dann dementsprechend
was Interessantes passiert. So, das reicht jetzt aber. Oder aber, wenn ich wieder an der Stelle angekommen bin, wo ich gestorben bin. Wahrscheinlich mache ich es so, dass ich das dann so schneide. Ach ja, der war das. Wasser? Jawohl, Wasser. So, den jetzt mitnehmen. Wann und wie muss ich den denn treffen? Ach, so. Ist jetzt natürlich auch unklug, ja. Ja. Nee. Nicht von vorne. Safe State laden. Ja, man hat auch oben eine schöne Energieleiste von dem Boss. Jetzt versuche ich das mal so. Nein, einen hochwerfen. Einen behalten. Na, geh weg, Laser. So, zweimal getroffen. Jetzt macht er, glaube ich, irgendwelche komischen Kugeln. Genau. Safe State. Jetzt macht er wieder Wasser. Fail. Nein. So. Safe State. Jetzt habe ich meinen Peacefish. Hier habe ich zwei Federn. Ja, mit Federn. Bisher waren es nur Feuerblumen, aber ab jetzt fängt es, glaube ich, an. Im späteren Spiel auf jeden Fall. Man wird auch reichlich mit Federn übermäßig eingedeckt, sag ich mal. So. Hier hat man noch eine Feder, die ich nicht brauche. Und hier kommt der eigentliche Boss. King K. Rool aus Donkey Kong Country. Ducken. Na, fail. Fail. Dem muss man das Vieh in die Kanone schmeißen, den Panzer. Jetzt geht er hier rüber. Dem weiche ich aus. Eigentlich. Obwohl, kann ich nicht. Doch, ich kann hier einfach sitzen bleiben, aber nicht immer. So, das war das. Safe State. Oh! Okay, ich sehe schon, ich hätte das Fortress definitiv nicht im letzten Part noch mit reinkriegen können. Nein! Komm her, du Panzer! Wirst du wohl. Safe State. Ach ja, das war's ja. Das war das Problem mit den Feuerbällen. So, jetzt kommen die normalen Stachelviecher wieder. Nein! Und das war's immer noch nicht. Hier ist es unsichtbar. Man hat ihn aber trotzdem gesehen. Gut, ich werde ab sofort doch keine Rewinds, sondern nur Safe States benutzen bei solchen Stellen. Mein allerletzter Rewind. Sekunde, Rewind-Taste.
Saves, Rewind, Löschen. Oh, das zählt jetzt nicht. Ja. Das war eigene Dummheit. Save State. Das war's jetzt aber. So, 10 Minuten, 10,5 Minuten waren das jetzt. Da kriege ich doch wohl noch ein Video, noch ein. Hey, 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 hey. Noch ein Level in das Video. So. Und wieder mit Secret Exit. Ich liebe es ja. Aber ich habe meine Feder noch. Nein. Du kommst erstmal raus. Warte mal. Safe State. Hier muss man nämlich schnell sein. Das normale Exit ist mit der Shell relativ einfach zu schaffen. Ohne Shell ist es zeitlich nicht möglich. Aber das Secret Exit, da muss man das Ziel erreichen, bevor die Musik schneller wird. Ja. Okay, halt, laden. Laden, zweiter Slot, speichern. Ah, falsche Taste. Speichern. Ja, in dem Level werde ich massig Safe States benutzen, weil das ein doofes Level ist. Safe State. Safe State. Laden. Laden. Unten war das so eine kluge Idee. Nein, es war keine kluge Idee. Und jetzt habe ich natürlich meinen Rewind nicht mehr belegt. Keine Ahnung, ob ich das mit einem Secret Exit schaffe oder nicht. Wenn nicht, man möge es mir verzeihen. Ich sollte auch zwischendurch mal wieder ein paar Safe States machen, wenn ich da oben lang gehe. Hier zum Beispiel. Ui. Oder ich mach's auch so, oder ich kann's so machen. Ich kann das Secret Exit versuchen, auf halber Geschwindigkeit zu spielen, dann dementsprechend unkommentiert oder doch kommentiert und dann auf doppelter Geschwindigkeit abspielen, damit's nicht zu langwierig wird. Muss ich mal gucken, ob ich das Secret Exit dann versuche und wenn ja, wie. Aber jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Hab an zu vielen Stellen zu viel Zeit vertrödelt. Warum kann ich durch einige Geister durchfliegen? Da nicht. Genau. Was sagt die Zeit? Sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie lange ich noch brauche mit dem letzten Teil hier, aber es könnte eventuell, wenn ich Glück habe, was werden. Da oben lang? Ups, nein. Nee, warum mache ich keine Safe-State zwischendrin? In so einem Level. Safe-State. Safe-State? Safe-State? Safe? 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 Ja!
Aber wie dem auch sei, wir machen hier weiter. Das war jetzt das Secret Exit, damit es auch mal gezeigt wurde. Jetzt mache ich noch Off-Cam das normale Exit. Das ist auch die Zeit. Ich bin schon drüber weg. Ja, das ist okay.